Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder ums Diamond Painting. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ich ein Bild beginne und wie man so durchstartet, wenn man so sein erstes Bild auch vielleicht kauft und paintet. Und das ist ein Video für alle, die noch nicht gepaintet haben und sich da gerne ein bisschen schlau machen möchten. Genau. Als erstes bestellt ihr euch euer Bild. Da kommen einmal die Steine, die Leinwand und so ein Toolkit mit. Das ist alles in so einem Paket immer mit dabei. Also ihr habt immer Steine, eine Leinwand und ein Toolkit. Genau. In diesem Toolkit, das ist immer ein kleines bisschen unterschiedlich ist, aber immer. Die Pinzette ist nicht immer dabei. Die ist von Händler zu Händler tatsächlich unterschiedlich und Zipbeutel sind auch nicht immer mit dabei. Aber was immer dabei ist, ist so ein Wachsblättchen, manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer. Das ist ein relativ großes und auf dem Wachsblatt ist so eine Folie drauf, damit die geschützt ist und es nicht austrocknet. Und natürlich so ein Toolkit, so ein Stift. Dieser Mehrfachaufsetzer ist tatsächlich auch nicht bei jedem Set mit dabei, aber ist auch nicht vonnöten. Also ihr braucht am Anfang tatsächlich nur diesen Stift mit dem Einfachaufsetzer und dieses Toolkit, so wie es da jetzt liegt. Genau. Bei meinem Bild, das habe ich ja bei Homefund bestellt und da gibt es immer so eine Liste und auf dieser Liste stehen die den C-Nummern drauf. Die sind auch genormt, also ihr könnt da die Steine dann zum Schluss auch aufheben und nach den Nummern sortieren oder wenn euch irgendwie mal was runterfällt oder so und ihr findet nur noch die Hälfte, kann man die nach dieser Farbe auch nachkaufen. Genau, ich habe alle kontrolliert. Auf dem Zettel steht auch drauf, wie viel Päckchen man braucht von jeder Farbe. Genau. Und da stimmt, habe ich alles abgehakt, es passt alles soweit. Ein, zwei Päckchen hatten mir gefehlt, aber der Händler schickt es nach. Das ist jetzt, müsste jetzt auch die Tage bald ankommen. Es hat schon das Ursprungsland verlassen, also China. Ich denke mal, dass es in den nächsten Tagen kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, das in Zipbeutel abzufüllen. Aber ich bin nicht so ein Fan von diesen Zipbeutel-Aufbewahrung. Ich brauche alles in so kleinen Kästen. Da habe ich mir überlegt, es gibt so eine ganz günstige Alternative eigentlich. Und zwar beim Action gibt es diese Aufbewahrungsboxen. Die kennt vielleicht jeder. Ich glaube, 80 Cent kostet da eine. 79 Cent. Und die habe ich mir hier, wie ihr seht, gestaltet. Ich brauche für dieses Bild nur diese zwei Boxen. Wenn euer Bild jetzt mehr Farben hat, mein Bild hat hier 33 Farben, dann könnt ihr natürlich immer noch eine dazu nehmen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. In jede Box passen 21 Döschen rein. Diese Döschen, die habe ich vom Teddy. Da kosten 8 Stück 1 Euro. Also da, mit dieser Aufbewahrung kommt ihr eigentlich ganz günstig hin. Und hier seht ihr nochmal das Bild. Ich habe euch auch den Haul auch schon abgedreht, als ich es damals gekauft habe. Kann ich euch gerne auch unten in der Infobox verlinken. Oder meine Playlist allgemein zu Diamond Painting. Da könnt ihr euch dann noch die anderen Videos anschauen. Jetzt sieht man bei diesem Bild, haben sie so kleine Luftblasen oben gebildet. Das kann passieren, wenn der Händler, also der, wo es verpackt hat oder das Bild hergestellt hat, die Leinwand nicht richtig aufgezogen hat. Oder glatt gestrichen hat, dann, das ist aber nicht schlimm. Ihr nehmt euch einfach ein kleines Skalpellmesser, seid auch ruhig mutig, nicht so kräftig, einfach leicht die Luftblasen aufschneiden. Jetzt sieht man auch noch meinen Kopf. Oh Mann. Ja, weil das so gespiegelt hat, auch mal bin ich ein bisschen näher ran. Und dann streiche ich das einfach glatt. Und dann gibt es keine Hubbel, wenn ihr dann die Steine da drauflegen solltet. Also es ist eigentlich ganz leicht gemacht. So, jetzt seht ihr es auch nochmal. Ihr seht zwar die Linien, wo die Luftblasen waren, aber es sind keine Hubbel mehr. Es sind nur noch diese, ja, das ist halt so ein bisschen verknautscht, statt das, die Klebefolie. Aber man kann es super kleben wieder. Also ist überhaupt kein Problem, das kann mal passieren. Oh, es kann auch mal wetterbedingt passieren, also ist überhaupt kein Thema. So, ich habe mir einmal hier eine Kopie gemacht von dem Beipackzettel.
Da nehme ich mir einfach eine Schere und schneide mir jetzt einmal die Zeichen und die DMC-Nummern aus. Also das lasse ich gerade so aneinander. Bei Diamond Pending Deutschland zum Beispiel, das ist auch eine Diamond Pending Firma in Deutschland. Die haben zum Beispiel, packen ab und zu mal auch so Sticker mit rein. Das finde ich natürlich auch toll. Aber wir machen quasi unsere Sticker jetzt hier ganz einfach selber. Es ist ganz schnell eigentlich gemacht und auch sehr unkompliziert. Ja, da oben die Zeichen, die braucht man nicht. Genau, wir brauchen nur die Zeichen bzw. die Buchstaben für die Farbe und die DMC-Nummer. Ich hebe die DMC-Nummer auch immer auf, damit ich das später wegsortieren kann. Dann nehme ich mir hier einmal doppelseitiges Klebeband. Das gibt es auch beim Teddy. Also da holt ihr euch einfach so eine Rolle. Ich glaube, sie kostet 1 Euro. Sind, glaube ich, 10 Meter drauf. Also langt dann ewig. Oder ihr könnt, das gibt es auch in jedem Supermarkt, so diese großen, dicken Rollen. Dann müsst ihr euch das einfach nur zuschneiden. Und jetzt seht ihr, ich habe das quasi nur mittig gemacht. Es braucht nicht komplett drauf. Man könnte jetzt in der Mitte noch einen Streifen machen, aber das brauche ich nicht. So kriege ich es dann später auch einfacher wieder runter von den Döschen. Obwohl das lässt sich super gut entfernen. Also da bleiben nicht wirklich Rückstände zurück. Nehme ich mir hier mal eine kleinere Schere. Und dann brauchen wir natürlich unsere Döschen hier. Und ich habe mir bei der, als ich die Boxen gestaltet habe, habe ich mir hier so eine Einstecktasche genommen. Da kann man das Bild immer reinmachen. Hat man das auch immer parat. Ich zeige euch auch noch, wie ich solche Boxen gestalte. Ich habe die liebe Rebecca hat mich gefragt, ob ich da nicht mal ein Video dazu machen könnte. Die sind jetzt ganz einfach gestaltet, aber ich werde mit euch mal noch mal eine schöne Box gestalten. Wenn ihr eure Aufbewahrungsboxen auch ganz schön gestalten wollt, ich finde, das macht dann auch noch mal ein bisschen mehr her und man freut sich dann, wenn man das alles so schön verstaut hat. Genau, jetzt seht ihr, ich schneide mir einfach einen Streifen schon mal ab. Klebt mir das auf den Deckel drauf. So. Und dann habe ich schon das erste Döschen. Also ist eigentlich ganz leicht gemacht. Und so habe ich, also ich schaue auf meinem Bild immer nach Zeichen. Es gibt da an der Seite von dem Bild noch eine Legende. Da sind die Zeichen auch nochmal durchnummeriert. Da muss ich aber dann jedes Mal, wenn ich ein Zeichen suche, nach der Nummer gucken. Man kann sich das auch mit der Nummer durchnummerieren. Finde ich persönlich komplizierter, so ist es einfacher. Schaut einfach nach der Nummer und dann braucht ihr nur nach eurem Döschen schauen. Ja, und da schaue ich immer, dass die kleine Spitze zum Aufmachen so ein bisschen rechts, nach rechts schräg schaut, damit ich das beim Einsortieren besser einsortieren kann. Und dass die alle nach vorne gucken, also dass sie quasi gerade drin liegen. Weil ich immer die kleinen Laschen zum Aufmachen von den Döschen immer, die schauen bei mir immer nach rechts unten. Und dann liegen alle Döschen gleich rum. Und nicht eins guckt nach links, eins guckt nach rechts. Genau, beim Aufkleben achte ich darauf. So, jetzt habe ich mir alles aufgeklebt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier ja nur 33 Farben. Das heißt, es sind jetzt erstmal 33 Döschen, aber wir brauchen mehr. Weil in ein Döschen passen nur ja, 7 Päckchen rein. Also ich würde eher sagen 6, aber es passen 7 rein. Ich habe es gerade vorhin ausgetestet. Dann ist es aber ganz, ganz voll. Da müsst ihr aufpassen beim Umschütten. Das, ja. So. Und ich habe mir das sortiert. Einmal habe ich mir das auf der linken Seite sind die Buchstaben und im rechten Kästchen sind dann Zahlen und Zeichen. Dann habe ich, wenn ich, dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt nach A suche oder nach B, wie auch immer, dann brauche ich in das linke Kästchen gucken und wenn ich jetzt eine Ziffer brauche, genau. Und dann habe ich noch so kleine Etikettenaufkleber. Die gibt es auch beim Teddy, also wirklich so ein ganzes Pack voll, auch für 1 Euro. Also
super günstig. Also am besten geht da zum Teddy, holt euch da die Döschen und die Etikettenaufkleber und die Boxen. Da müsst ihr halt mal schauen. Die gibt es halt jetzt speziell nur beim Action. Und der Teddy hat auch so Aufbewahrungsboxen. Da weiß ich aber nicht, wie viel da reinpassen in ein so ein Fach von diesen Döschen. Genau, jetzt suche ich mir die erste Nummer schon mal raus aus meinem Päckchen. Genau. Das ist am Anfang immer so ein bisschen eine Sucherei. Man kann sich das auch ein bisschen vorsortieren, dann hat man es nachher ein bisschen leichter. Aber man kann sich auch so ein bisschen orientieren. Die Farbe von dem Zeichen ist oft, geht so in die Richtung der Farbe, die man braucht. Also genau, wie bei der 153, das ist, glaube ich, das H, das ist ziemlich so rötlich. Eine rosa, da sieht man das dann gleich, dann brauche ich nach rosa gucken. Wenn du natürlich 10 oder Grüntöne hast, dann ist es nicht mehr so einfach. Also man kann nicht direkt danach gehen, das ist nicht ganz identisch, aber gehen so in die Richtung der Farbe. Genau. Jetzt sortiere ich mir das gerade hier so ein bisschen zurecht. Jetzt überlege ich gerade, ja, wo meine, also Farben sind, sind jetzt hier die ganzen langen Dinger. Die brauche ich nicht, jetzt suche ich gerade. Das andere hat nur ein oder zwei Päckchen. Genau, hier habe ich die Hunderter, die kleinen. Da habe ich mich gesehen, die brauche ich jetzt gleich dann schon. Und das sind die längeren. Das auch manchmal so, nur so ein Päckchen. Also in einem so ein Tütchen sind immer 200 Steine drin. Das lässt sich dann auch ganz gut kontrollieren, dann, wenn man dann den Zettel durchliest. Jetzt habe ich die 154 gefunden. Und dann schüttle ich mir das so zurecht und knicke das in der Hälfte. Die sind immer, also in den, ja, in immer 200 Päckchen, 200 Päckchen abgefüllt. Und dann nehme ich mir hier so einen kleinen Trichter und schütte es einfach in den Trichter rein. Mit so Zweierpäckchen kann man tatsächlich auch so reinkippen ins Ding. Aber wenn man da mal ein bisschen mehr hat, empfehle ich bei der Technik einen kleinen Trichter zu nehmen. Genau. Und ihr seht, es ist gar nicht viel drin. Man denkt gar nicht, dass da jetzt 400 Steine sind. Das sieht voll wenig aus. Wie gesagt, in diese Behälter passen bis zu 1400 Steine rein. Aber ich würde euch empfehlen, nur 1200 Steine reinzumachen. Wenn ihr jetzt wirklich keinen Platz mehr habt und ihr wirklich nur noch ein Döschen habt oder so, dann könnt ihr auch weniger reinmachen. Es gibt auch die Möglichkeiten, wenn ihr sagt, jetzt ich habe ein Bild, das genau 40 Farben hat, also und diese zwei Packungen passen ja nur 40, 42 Döschen rein. Dann habt ihr die Möglichkeiten auch einfach später nachzufüllen, gar nicht alle Au Päckchen aufzuschneiden und einfach später, wenn ihr, wenn das Döschen leer wird, wieder nachzufüllen. Genau. Also das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr es einmal einfach erstmal abgepackt lasst, euch irgendwo in eine kleine Schachtel macht. Genau. So. Und ihr könnt auch nochmal auf die Liste schauen. Das macht es ein bisschen einfacher, weil ich da genau sehe, wie viel Päckchen ich brauche von jeder Farbe. Und wenn ich dann sehe, oh, ich brauche ja nur zwei oder ich brauche nur noch ein Päckchen, dann ist es halt sehr einfach, weil ich dann nach langen oder kurzen Strängen suchen kann. Also da, aber da findet ihr auch eure eigene Technik. Also wie gesagt, ihr könnt euch das auch vorsortieren, einmal die 100 oder 200 oder 300er Nummern. Und dann habt ihr das auch rucki-zucki gefunden. So. Dann schneidet man das einmal auf. Und bei einem, wie ihr seht, kann man das auch gut ohne Trichter einfüllen. Also ist überhaupt gar kein Problem. Und dann, genau. Manchmal sind die Steine ein bisschen elektrisiert. Das seht ihr dann später auch. Das ist statisch aufgeladen.
Und dann springen die ja so ein bisschen rum, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Also das kommt halt durch die Reibung in diesen Tütchen. Da laden sich die Steine als manchmal ein bisschen auf. Aber im Prinzip ist es keine Wertminderung, also wenn ihr dann so ein Tütchen habt und die sind. Es gibt verschiedene Tricks. Also ich habe schon gehört, man soll reinhauchen in die Tüte. Und dann nochmal durchschütteln, das soll wohl funktionieren. Oder manche machen ein Stückchen vom Trocknertuch mit in die Tütchen rein. Aber das sind ja jetzt so kleine Tütchen. Also klar, ihr könnt es in den Behälter mit reinmachen. Aber bei mir hat es auch funktioniert, ohne irgendwas zu machen. Ja, jetzt haben wir hier so einen langen Strang. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Da in diese Döschen ja nur, wie gesagt, nur 7 Päckchen reingehen. Habe ich hier so 2 Döschen und dann fülle ich mir die ab in 2x6. Ich glaube, das sind 12 Stränge, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und ich teile mir das gerade so ein, damit, weil ich beim Knicken nicht mehr als 4 oder 5 Tüten auf einmal aufschneide. Sonst wird es zu dick und dann kann man das nicht mehr richtig komplett abschneiden und dann ist ein Tütchen zu, eins ist offen und ja, so ist es einfacher. Genau. Hier sieht man es jetzt auch gleich, dass sie gut elektrisch sind. Seht ihr jetzt gleich noch? Dann springen die ein bisschen rum. Also ich würde auch euch empfehlen, wenn ihr die Tüten umfüllt, entweder vielleicht sogar ein kleines Papier unten drunter zu legen, weil dann könnt ihr, wenn die raushüpfen, die Steinchen, einfach das Papier nehmen und zurückschütten. Oder ja, fangt es mit dem Finger auf. Also genau, das seht ihr jetzt gleich, wie ich es mache. Ja, aber schaut, dass ihr da ein bisschen Platz habt und dass euch, ja, hier seht ihr, das sind die, weil es ein bisschen statisch war, sind die da davon gehüpft, aber ist gar nicht schlimm. Also darum schaut einfach, wenn ihr die umfüllt, dass ihr da einfach ein bisschen Platz habt und dass ihr da nicht irgendwie das aus so einem kleinen Raum macht, sondern dass ihr da wirklich ein bisschen Platz habt und eine glatte Fläche vielleicht auch, dass wenn zum Aufheben. Genau. So. Dann haben wir das erste Döschen und dann brauchen wir das zweite noch. Und das fülle ich mir dann auch einmal ein, genauso wie eben auch. Also was ich ein bisschen blöd finde, ist bei diesen Tütchen, dass man dann immer so viel Plastikmüll hat. Also ich würde da, vielleicht empfehle ich das auch irgendwann mal noch. Ob die nicht das auch in größeren Gebinden abfüllen könnten. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt jetzt wie hier 1200 Steine hat, dass man das vielleicht in einmal 1000 und einmal 200er, also dass sie vielleicht so 1000er Päckchen auch machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei einigen Bildern so ist, dass man dann auch mal mehr als nur 200 oder 300 Steine hat. Und da wäre es natürlich toll, wenn man dann nicht so viel Plastik hat. Dann vielleicht tausende Päckchen hat, in die man sich dann abfüllen kann. Also man unterschätzt es wirklich in diese kleinen Döschen, wie viel da reinpassen. Also war echt überrascht, als ich das erste Mal die befüllt habe. Ich dachte, okay, ich habe gedacht, da passen vielleicht 500 oder 600 Steine rein. Aber nö, fast ganz schön viel rein. So. Da sind auch wieder welche. Vor allem, wenn ich da jetzt so viele Farben habe und die werden relativ voll, dann muss ich den Trichter ja ein bisschen weiter rausziehen aus dem Döschen, damit die ja natürlich alle reinfallen und dann kann, unten sind sie dann alles ein bisschen hängen geblieben. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also es macht überhaupt nichts. So, jetzt hat gerade die Post geklingelt. Entschuldigt. Und zwar, jetzt habe ich hier, ah genau, ich habe von der Farbe 13 Päckchen. Und
Da verteile ich das ein bisschen. Also ich versuche es zu verteilen, aber dann war es doch schon leer. Habe jetzt noch das 13. Päckchen dann da reingemacht dazu. Quasi sind in diesem Behälter dann 7 Päckchen. Da habe ich dann gemerkt, oh, passen ja eigentlich auch 7. Aber ihr seht, das ist ziemlich voll. Also, ja, wenn man von einer Farbe viel braucht, ist es gar nicht schlecht, weil dann hat man ein bisschen was weggepaintet. Aber wenn man halt nur ein Stückchen braucht von der Farbe, ist es dann blöd, wenn man die Farbe dann zurückschütten muss. Da muss man immer sehr aufpassen, wenn der Behälter noch so arg voll ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, wenn man dann gepaintet hat und man hat dann die restlichen Steine noch in seinem kleinen Schiffchen drin. Ja. Und diesen Deckel beschrifte ich mir dann mit diesen Etiketten. Und da schreibe ich mir auch wieder, also in dem Fall ist es die 8. Mal 8 und dann schreibe ich mir in klein noch die DMC-Nummer hin, dass ich, wenn ich es dann am Ende vom Bild wegsortiere, dann kann ich das, habe ich das dann auch gleich drauf. Aber ich mache es dann meistens so. Wenn dann ein Behälter, also ich schaue immer erst nach den gedruckten und wenn es leer ist, dann tausche ich einfach die Deckel aus und dann ja, habe ich es einfacher. Genau. So. Und wenn ihr dann alles abgefüllt habt, dann können wir fangen mit Painten. Wie ihr seht, hat es jetzt ganz genau reingepasst. Ich glaube, ich habe 2 Behälter mit 7 Päckchen, die anderen haben dann alles so gepasst. Und bei den Farben, die ich halt mehr habe, habe ich mir dann halt diese Etiketten draufgeklebt. So. Und wie ihr seht, zum Beispiel habe ich jetzt die 2 Behälter gebraucht beim P. Hier an der Seite passt noch ein Stift rein. Also das sind jetzt 41 Döschen. Also in der rechten Schachtel habe ich nur 40. Und da würde dann auch noch das Wachsplätzchen reinpassen. Dann habt ihr gleich alles zusammen. Quasi. Es gibt noch solche schönen Acrylstifte, die braucht ihr nicht unbedingt, die passen da auch nicht rein. Also am Anfang reicht völlig der rosane Stift. Wenn ihr dann mal sagt, oh, das macht mir richtig Spaß, ich will noch weiter painten, dann könnt ihr euch überlegen, auch so einen Stift zu holen, beziehungsweise oder ihr baut eure Stifte selber um. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Da verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Genau. Ich habe zum Beispiel hier, wie ihr seht, so ein kleines Wachsblättchen noch übrig. Und das ist, damit habe ich schon 3 Bilder gepaintet und einen Teil von einem großen Bild. Das bin ich gerade. Also das Wachsblättchen reicht echt ewig. Da bräucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und ihr braucht auch nicht ständig nachladen. Also das erzähle ich euch gleich noch was dazu. Und zwar mache ich dann immer so, ich fange immer oben links an. Ich bin Rechtshänderin. Wenn ihr Linkshänderin seid, dann würde ich euch empfehlen, oben links anzufangen. Oben rechts anzufangen. Und wie gesagt, die Länge ist ja 50 cm. Das heißt, ich teile mir das in wie soll ich sagen, 4 mal ein, das ist dann 12,25, also 12, nee, 12,5, genau. Dann sind es 4 Flächen auf die Länge, also nach unten und auf die kurze Seite, auf die 40 cm mache ich auch 4 Längen, das heißt, es sind 10 cm. Und dann schneide ich mir eine Linie ein mit dem Skalpellmesser. Da braucht ihr euch auch keine Angst haben. Also schneidet da ruhig ein. Natürlich nicht zu fest, damit ihr die Leinwand nicht durchschneidet. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber die Trägerfolie lässt sich super gut einschneiden. Jetzt seht ihr hier, dass so ein kleiner Überstand ist von diesem Kleber. Da gibt es dann die Möglichkeit, mit Washi-Tape, ich habe hier eine ganze Sammlung, suche ich da mal ein bisschen ein dünneres, weil der Überstand nicht so dick ist, mit Washi-Tape einfach abkleben. Das gibt es auch beim Teddy. Also das könnt ihr dann auch gleich mitnehmen, wenn ihr dort seid. Ich glaube, 3 Rollen auch für 1 Euro. Dann bleiben da nämlich nicht Fussel oder sonstiges hängen, weil die Ränder werden dann mit der Zeit
wirklich richtig hässlich, richtig schwarz. Ich empfehle euch das auf jeden Fall. Manche schneiden sich das auch ab mit dem Scalpellmesser, also schneiden quasi an der Bildkante entlang und ziehen sich das dann ab. Ich habe das ausprobiert, hat bei mir nicht so gut funktioniert. Also das könnt ihr mal testen, wenn ihr mutig seid. Aber ich würde euch am Anfang empfehlen, das entweder mit Washi-Tape, aber ihr könnt es auch mit zum Beispiel, manche machen auch Malerkrepp. Dann habe ich hier so ein LED-Pad, so ein Light-Pad. Das ist eigentlich regulierbar. Ah, doch, jetzt haben wir es gerade gesehen, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. In mehreren Stufen. Aber irgendwie will das bei mir nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, glaube ich. Es ist irgendwie. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Also ich weiß auch nicht. Es nervt mich manchmal. Also, aber die Stärke reicht völlig. Solche Lightpads gibt es bei Amazon. Kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Oder gibt es auch. Zum Beispiel Diamond Penny in Deutschland hat sowas. Oder auch beim Action gibt es das auch. Was das kostet, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 10 Euro. Aber da bin ich wirklich nicht ganz sicher. Und bei Amazon glaube ich 15 Euro. Also meinen Sie es von Amazon? kann euch das mal unten verlinken. Also. Und ich painte tatsächlich nur noch mit diesem Pad. Ihr seht, die Fläche ist gleich viel, viel heller. Ich zoome euch auch gleich noch ran. Ja. Und da erkennt ihr richtig schön die Buchstaben, Zeichen. Und dieses Bild ist ja auch von Homefun. Und das ist von der Qualität, von der Schrift wirklich gut. Jetzt habe ich gesehen, dass der weiße Rand, dass ich da ein bisschen drüber geklebt habe über die Buchstaben. Das wollte ich natürlich nicht. Ich das nochmal ordentlich draufkleben. Weil das dann durchsichtig geworden ist. Quasi durch das. Genau. Dann legt ihr euch das oben hin und dann fangt ihr an. Und dann habt ihr mal, könnt ihr mich gut den rechten Arm schön auf die Klebefolie ablegen. Darum empfehle ich auch wirklich von oben links anzufangen und nicht von unten, weil du unten dann, also okay, du könntest auch unten links anfangen, aber dann hast du irgendwann die Perlen auf dem Schoß. Und lieber hey, lasse ich die Perlen auf dem Tisch hinten runterhängen, wenn der Tisch kleiner ist. Genau. Dann nehmt ihr euren Stift. Und dann zieht ihr oben diese Trägerfolie ab und piekst einmal mit dem Stift schön kräftig rein. Da ist ein bisschen nebendran raus. Das drücke ich auch noch mit rein. Wenn es nicht ganz lang ist, also wenn ihr merkt, es hebt nicht ganz, dann piekst noch mal rein. Also beim ersten Mal braucht man immer ein bisschen mehr, als wenn man dann später nachladet. Dann nehme ich einmal meine Steinchen, schütte mir die da rein. Und jetzt machen wir das einmal ein bisschen auf die Seite. Zeige ich euch. Und zwar, ich mache so, ich schüttel die immer so hoch und runter. So ein bisschen schräg. Also ich schaue immer, dass alle irgendwie erstmal mittig liegen. Und dann tippe ich mit dem Zeigefinger, das seht ihr jetzt gar nicht, vorne auf die Spitze drauf. Halte es so schräg, genau. Und dann fallen die schön in die Rillen. Und dann habe ich die schön liegen. Kann die dann auch gut aufnehmen, wenn ich zum Beispiel auch mehrfach Aufsätze benutze. Aber am Anfang empfehle ich euch, fangt einfach mal mit dem Einfachaussetzer an. Beim ersten Bild. Und wenn ihr euch sicher seid mit dem Aufnehmen und mit dem Setzen, dann könnt ihr auch ruhig mal den Mehrfachaussetzer benutzen, wenn ihr einen bei eurem Bild dabei habt. Der jetzt da hinten drauf auf dem Stift ist. Und dann pickt ihr einfach mit dem Stift drauf und setzt euch das drauf. Hier ist er ein bisschen verrutscht, darum habe ich den jetzt gerade nochmal, habe ich nicht richtig hingeguckt, zu früh abgesetzt. Genau. Ja, jetzt seht ihr, das ist ein bisschen schlecht, gell, wie das drauf ist. Also ich nehme den Stift und ich halte den auch so, wie ihr seht, so ziemlich senkrecht, dass ich die Steine gut aufnehmen kann und dass ich die quasi gerade gepickt bekomme. Und ich empfehle euch auch, das Schiffchen immer senkrecht zu euch hinzuhalten. Jetzt bei den runden Steinen ist es eigentlich kein Problem, aber wenn ihr jetzt mal anfangt, vielleicht auch mal mit rechteckigen Steinen zu painten, dann ist es so viel einfacher, weil dann habt ihr gleich den Stein so, wie er ist und wie er liegen muss, habt ihr ihn gleich. Ja. Und ihr seht, es geht rucki zucki und bei dem Bild ist es auch sehr, sehr einfach, weil da sind so schwarze Kreise außenrum.
die man, da sieht man ganz genau, wie man sie setzen muss. Also da wird man auch, kommt man auch nicht schief oder so, sondern da hat man ja genau den Kreis vorgegeben. Wenn man aber dann doch mal ein kleines bisschen verrutscht, dann sieht man den Kreis gleich rausblitzen. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Bild fertig gepainted mit runden Steinen, auch hier mit diesem Kreis, also auf und home fahren. Da mache ich noch eine Review. Da erzähle ich euch auch noch was darüber, also über diese runden Steine. Das kommt jetzt demnächst. Ich krieg jetzt, wir versiegeln das Bild auch und dann kriege ich jetzt dann bald die Versiegelung. Das hat mir eine Freundin besorgt. Und dann erzähle ich euch da auch noch ein bisschen drüber. Genau. So, also ihr seht, es geht eigentlich rucki-zucki, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich würde euch empfehlen, erstmal eine kleine Fläche euch vorzunehmen. Und dann hat man immer eine Fläche abgedeckt. Und darum lasse ich auch am Schluss auch immer hier noch die Folie dran, damit ich es wieder zuklappen kann, falls ich mal keine Zeit habe, das alles auf einmal zu painten. Also wenn jemand sagt, ich habe jetzt mal nur ein halbes Stündchen, dann kann ich die Folie wieder zumachen. Genau. Wenn ihr merkt, dass die Steine nicht mehr dran haften bleiben. Manchmal ist es auch so, wenn die Steine sehr schmutzig sind oder verstaubt sind, dann hält der Kleber, dann braucht man viel mehr Wachs. Hier seht ihr zum Beispiel da in meinem Stift, das Wachs ist schon ein bisschen älter. Das passiert auch nach einer Weile, wenn man das Wachs schon ziemlich lange immer nachgeschoben hat, dann wird es schmutzig, wird ein bisschen härter, gerade wenn man den Stift lange Zeit schon benutzt. Und da nehme ich mir dann immer so eine kleine Nadel, da könnt ihr auch einfach so eine kleine Stecknadel nehmen und pult euch da das Wachs raus. Weil das wird dann hart und dann kann der Stift kein Wachs mehr aufnehmen. Genau. Und dann habt ihr, dann müsst ihr einfach nochmal das alte Wachs rausnehmen. Das seht ihr auch, das ist dann eigentlich ganz dreckig. Und dann nehmt ihr einfach ein neues Wachs auf. Ihr seht jetzt alles draußen. Ja. Man sieht es gut, ja. Und dann nehmt ihr einfach euch wieder frischen Wachs auf und dann funktioniert es auch wieder. Aber wie gesagt, normalerweise müsstet ihr das erst machen, wenn ihr ein Bild in dieser Größe hier gepainted habt. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Lasst mir gern auch einen lieben Kommentar da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.